Geert Aertes. Ik kom uit Amsterdam en arbeid voor United for Intercultural Action. Europese net tegen racisme, fascisme, nationalisme en ter ondersteuning van vluchtelingen en migranten. Dat maken we sinds 1992. In der Zeit, wo damals in Solingen verschiedene Leute angegriffen wurden, haben wir gemerkt, dass es sehr viele Proteste gibt, aber nichts Gemeinsames in der Bewegung. Und wir versuchen breit, europaweit Verbände zusammenzubringen. Und das heißt, dass es jetzt eine Vernetzung ist in 48 Ländern von 550 Verbänden. Wir haben in 1992 auch gemerkt, dass es Todesfälle an der europäischen Außengrenze gab. Damals war das noch an die polnische-deutsche Grenze oder Fluss. Da sind Leichen gefunden worden, eine, zwei, und das waren kleine Nachrichten in der Zeitung und keiner eigentlich in Europa wusste das. Aber wir haben das aus Vernetzung gemerkt und gedacht, okay, wir fangen mal an zu zählen, wie viele Tote eigentlich jährlich gefunden werden. Und mit einer Database angefangen und das alles aufgeschrieben. Da haben wir gedacht, als wir 1000 hatten, wow, das ist eigentlich eine Riesensumme, so viele tote Leute, das, wir müssen an die Presse. Keiner war interessiert. Das war, war ziemlich naiv. Wir haben gedacht, wow, so viele Leute gestorben, wegen Europa, wegen Grenzen. Nein, keiner interessiert. So, wir sind einfach weitergegangen und erst eigentlich, als wir so 10.000, 15.000 Leute gelistet haben, kam großes Interesse von den Medien. Und jetzt im Moment sind sehr viele daran interessiert und das ist eigentlich, wir danken dafür der Tagesspiegel. Die hat letztes Jahr als erste Zeitung 9. November verknüpft, also nie wieder, mit der Situation an die Grenzen. Wir haben mal gesagt, wir lassen Leute nicht, wir helfen Leute, die aus dem Krieg kommen und jetzt werden die doch wieder zurückgeschickt. Und die Tagesspiegel in Berlin hat unsere ganze Liste voll in 100.000 Mal abgedruckt. Das ist eine ganz einfache Liste, da steht einfach der und der, da und da gestorben und wo die Quelle ist. Es ist in Berlin erschienen, auch als Teil einer Riesenveranstaltung der Berliner Hepsalon. Und das weltweit haben die Medien sich gemeldet, so von China, Katar und Amerika, Kanada. Aber was mich sehr enttäuscht hat damals, ist, dass die viele Journalisten eigentlich nur gefragt haben, wieso ist eine deutsche Zeitung interessiert, 60 Seiten abzudrucken und das zu zahlen. Und keiner hat eigentlich gefragt über die Situation an der europäischen Grenze. Und das ist natürlich unser Ziel der Liste. Dass wir das deutlich machen wollen. Es finden viel mehr Aktionen statt mit unserer Liste. So, wir bieten die Liste an Journalisten, Researchers, NGOs. Aber zum Beispiel die Universität in Amsterdam hat unsere Liste genommen, ein Professor, und hat einem Jahr lang mit Studenten die ganzen Todesfälle an der Mittelmeerküste geprüft, damit es wissenschaftlich auch passt. Und an einem Jahr die ganze EU-Gesetzgebung verglichen über die Jahre hin, verglichen mit den Todesfällen. Und damit nachgewiesen, dass jedes Mal, wenn die EU-Gesetzgebung ändert, es mehr Todesfälle gibt. Und jetzt will die EU überhaupt nicht mehr, dass Leute noch in Booten einsteigen oder dass NGOs Leute retten. Das bedeutet, dass die alles, das passiert jetzt schon in der Sahara sterben oder in Libyen. Oder vergewaltigt werden oder als Sklave arbeiten. Und das ist sich noch mehr aus unserem Blick entzieht eigentlich. Was wir eigentlich zentral machen, ist eine Liste zusammen, das ist der Netzwerksfunktion zusammenstellen. Und das bieten wir dann umsonst ohne Copyright an alle, die damit Aktionen machen wollen. So, das sind viele Künstler. Ich war gerade in Minneapolis, da macht ein Künstler ein Riesenbuch mit allen Namen drin. In eigenes gedrücktes Papier, aber es hat letztes Jahr auch im Modern Art Museum MoMA in New York gehängt, als riesen Billboards. Und zurzeit hängt es bei der Biennale Liverpool auf der Straße und da wird es zum ersten Mal angegriffen. Das ist noch nie passiert, das hat in viele europäische Capitals schon auf der Straße gehängt, Istanbul, in Berlin auch, in Zürich, in Basel, Amsterdam. Und normalerweise sehen wir das als eine Art Grabmonument. Weil die Toten werden eigentlich nirgendwo geehrt, die sind weg, die sind oft ohne Namen, wird nicht herausgefunden, wer das war. Und für uns ist das quasi, die ganze Liste, 60 Seiten, ist eigentlich ein Grab.
Und dass es in Liverpool jetzt angegriffen wird, stört mich sehr, weil ich erwarte da eigentlich, sicher, wenn es Teil einer Kunstmanifestation ist, Biennale, dass der Staat oder der Stadt das schützt. Und das ist erstmal nicht passiert. Es wurde 3-4 Mal vernichtet. Und ich habe immer mit der Künstler geredet, die dafür die Zuschüsse hat. Und das, wir haben das wieder repariert, aber das kostet 6.000 Pfund jedes Mal. Und irgendwann haben wir gesagt, wir lassen das. Wir hängen da einen Brief drauf, dass es zerstört wird. Und mit dem Link zu der Liste online nach United. Und jetzt ist allerdings letzte Woche noch schlimmer. Jetzt sind Sprüche draufgeschrieben, dass die alle ersaufen sollen. Und jetzt hat endlich der Bürgermeister in Liverpool eingegriffen. Der hat gesagt, die Stadt wird das wiederherstellen, wird dafür zahlen und das überwachen. Und das freut mich sehr. Das hat zu lange gedauert. Aber ich finde schon, dass der Stadt bei solchen Sachen Verantwortung nehmen muss. Als Liste, aber auch als Kunstprojekt. Dass eigentlich schon wissenschaftlich jetzt nachgewiesen ist, dass was man auch macht, solange da, das ist wie Wasser. Ich bin Holländer, wir haben Deiche, wir haben Wasser. Solange es Wasser gibt, braucht man, wenn man eine Deiche höher macht, dann kommt es irgendwo anderswo rüber. Und solange die Leute aus Afrika oder aus den verschiedenen Kriegen in Syrien, Irak, Libyen noch nicht in eine stabile Region leben, wollen die nach Europa. Das kann man, die kommen. Das sieht man jetzt schon. Libyen ist ein bisschen zugemacht, jetzt kommen die wieder aus Marokko nach Spanien. Und wenn das nicht geht, gehen die vielleicht nach die französischen Kolonien bei Afrika oder wieder nach den Azoren. Und nehmen dann bei mehr und mehr Risiko. Der große Problem im Moment, glaube ich, ist, dass die größeren Parteien in Europa, die Liberalen, die Christdemokraten, die Sozialdemokraten, alle eigentlich in die Richtung der Mitte oder nach rechts schieben, weil die so eine Riesenangst haben, Wähler zu verlieren. Und ich finde zum Beispiel, dass Sozialdemokraten müssen bei deren Parteilinien bleiben, bei deren Grundsätzen. Und jetzt plötzlich auch Anti-Flüchtlinge-Politik zu machen oder schwerer zu machen, Asyl zu kriegen. Damit gewinnen die immerhin nicht die Stimmen zurück von den Leuten, die jetzt auf Rechtspopulisten wählen. Ja, ich hab soeben gerade ein ganz schönes Zitat gehört, wie das in Frankreich ging. Da hat Le Pen zwar die Wahl nicht gewonnen, aber jetzt reden alle mit Le Pen Stimme. Und das ist nicht nur Frankreich, das ist auch in Holland so. Die Populisten gelingt es, einen riesen Einfluss zu nehmen auf der normalen politische Parteien. Und das schadet, weil was wir eigentlich brauchen, ist eine Vision, eine Zukunft für Europa und ein gemeinsames Leben. Weil für mich eine Regierung ist quasi die Mutter und Vater der Familie und die müssen sorgen, dass alle, auch die Schwächeren, einen Platz haben im Haushalt. Und im Moment werden eigentlich viele Leute ausgegrenzt, an der Grenze auch, aber auch in der Gesellschaft.